Für Gorleben war ja ehedem nicht aus wissenschaftlichen, nicht aus faktenbasierten Gründen und schon gar nicht transparent gefällt worden, sondern sie ist verordnet worden aus politischen Gründen. Und das ist im gesellschaftlich übergreifenden Konsens für falsch befunden worden. Man hat einen neuen Endlagersuchprozess im Rahmen dieser gesellschaftlichen Diskussionen in der Endlagerkommission erarbeitet und vorgeschlagen. Und das hat dann die Bundesregierung, schließlich der Bundesgesetzgeber, durch das Standortauswahlgesetz in großer Detailliertheit gesetzlich festgeschrieben. Es war eine politisch motivierte Entscheidung in der Frage, wo sind vielleicht weniger Menschen, wo ist vielleicht die Grenze, wo gibt es weniger Widerstand. Aber die Entscheidung in der Umsetzung hätte bedeutet, dass man einen Standort für ein atomares Endlager wählt, das ja über Hunderttausende von Jahren Sicherheit bieten soll, dass diese Anforderungen in keiner Weise erfüllt. Im Vordergrund steht dabei die Wissenschaftlichkeit. Es steht im Vordergrund die Transparenz der Schritte, und zwar jedes Schritts der Entscheidung. Es steht im Vordergrund dabei die frühzeitige Beteiligung der Interessierten, der Bevölkerung. Ein ganz wesentlicher Punkt, der hier in Gorleben über die Jahrzehnte zumindest im formalen Sinne nicht erfolgt ist. Und es ist die Notwendigkeit, dass immer wieder die Politik die Verantwortung übernimmt in den verschiedenen Schritten. Dafür ist im Standortauswahlgesetz eine entsprechende Regelung getroffen worden, dass dreimal der Bundestag bis zur Entscheidung eines Standortes entsprechend per Gesetz eingebunden wird. Aber eben auf Grundlage von guter wissenschaftlicher Erkenntnis und nicht aufgrund von Einzelinteressen. Und genau darum geht es. Es geht darum, einen fairen Prozess zu gestalten, um ein Problem zu lösen. Denn eins ist klar, mit dem heutigen Tag spätestens, aber eigentlich schon mit dem Teilgebietsbericht, ist das Endlager Gorleben Geschichte, aber die Verantwortung bleibt. Und das ist dieser erste Schritt, den auch eine elendige Debatte hier in Gorleben beendet, nämlich ob dieser Salzstock geeignet ist für ein atomares Endlager oder nicht geeignet ist. Diese Frage ist letztendlich nicht mehr relevant, weil wir uns verständigt haben, dass es nicht um einen geeigneten Standort geht, sondern es geht um den bestmöglich geeigneten Standort in Deutschland, und zwar in den unterschiedlichen Gesteinsformen, Wirtsgesteine sagen die Fachleute, also Salz, Ton oder Kristallin, also Granit, Vulgo. Und das ist das Kriterium, das ist der Maßstab. Und in diesem ersten Schritt ist festgestellt worden, Gorleben erfüllt diese perspektivische Eignung nicht. Und das ist auch kein Spezifikum für Gorleben, sondern, da muss ich die Zahl gerade mal angucken, von den insgesamt 139 Salzstöcken, die überhaupt noch in die Betrachtung kamen, sind über 70, genau gesagt 79, also fast 80, schon in diesem ersten Verfahrensschritt ausgeschieden. Also auch hier, und das ist wichtig, es ist keine Lex Specialis für Gorleben. Gorleben hat keinen Kredit bekommen, um auszuscheiden aus dem Suchprozess, sondern das gilt für andere Regionen auch. Derzeit befindet sich Gorleben noch im Offenhaltungsbetrieb. Das habe ich 2014 mit dem früheren niedersächsischen Umweltminister Stefan Wenzel vereinbart. Damals war das im Grunde noch ein voll im Saft stehendes Bergwerk, ein vollständig funktionierender Bergwerksbetrieb. Wir haben damals als ersten Schritt der Vertrauensbildung, dass Gorleben nicht doch sozusagen einen gewissen Vorteil in Anführungsstrichen bei der Endlagersuche hat, festgehalten, dass der Offenhaltungsbetrieb auf das absolute Minimum heruntergeführt wird, aber eben auch nicht so weit, dass er faktisch aus der Endlagersuche ausscheiden würde. Nun ist der nächste Schritt nach dem Offenhaltungsbetrieb, wird das Bergwerk nun geschlossen. Und ich sage ganz deutlich, damit wird jede Hintertür auch geschlossen. Es darf für Gorleben keine Hintertür geben. Die Menschen hier in der Region haben einen Anspruch darauf, dass nach den Jahrzehnten der gesellschaftlichen Auseinandersetzung nun nicht noch weiter Nebel gestreut wird. Alle Fakten liegen auf dem Tisch, die Entscheidungen sind gefallen, das Bergwerk wird geschlossen.
Ja, fragen wir nach bei Werner Eckert. Er ist Leiter der SWR-Fachredaktion Umwelt und Ernährung. Herr Eckert, ich grüße Sie. Zwei Fragen stellen sich mir im Zusammenhang mit Gorleben. Zum einen, war das jetzt die finale richtige Entscheidung? Und zum anderen, warum hat dieser Erkenntnisgewinn, diese Entscheidung so lange gedauert? Nun, zum einen, ja, das war jetzt der letzte Schritt einer Entscheidung, die eigentlich letztes Jahr ja schon gefallen ist. Das Bergwerk wird zugemacht, haben wir gerade gehört. Das wird übrigens nochmal eine dreistellige Millionensumme kosten. Und das ist politisch passiert, so wie auch politisch der Anfang dieses Bergwerks war, also das End der Endlagerdebatte, 1977 ist das losgegangen mit einer Ad-hoc-Entscheidung des damaligen niedersächsischen Ministerpräsidenten Albrecht, der die Standortfrage sozusagen alleine geklärt hat und Gorleben aus dem Hut gezaubert hat, weil Gerichte verlangt haben, dass man einen Standort findet in Deutschland. Und das war letztlich die Geschichte, die jetzt über drei Jahrzehnte gedauert hat. Warum ist die so zäh gewesen? Weil man immer mehr Geld eigentlich dort verbuddelt hatte. Man hat bis heute fast 2 Milliarden ausgegeben. Und da wollten die Befürworter eben zäh nicht loslassen, weil man schon so viel investiert hatte. Das ist der wahre Grund. Aber seit 2012 wird dort ja schon nicht mehr erschlossen. Und insofern liegt das ja auch schon ein paar Jahre jetzt nur noch im Stillhaltebetrieb. Also ein sehr langer, teurer Prozess. Gorleben bleibt ja vorerst Zwischenlager oberflächlich und ein neues Endlager muss jetzt gefunden werden. 54% der Fläche der Bundesrepublik sind dafür geologisch geeignet. Wie will man diese große Fläche denn jetzt weiter einkreisen? Man wird das in zwei Stufen noch machen, indem man jetzt erstmal Regionen auskundschaftet, die oberirdisch dann erkundet werden. Und dann in einer zweiten Stufe wird man wahrscheinlich 2 oder höchstens etwas mehr Lagerstätten tatsächlich auch unterirdisch erkunden, so wie man das im Grunde in Gorleben gemacht hat. Also sehr viel Aufwand, sehr viel mehr, als man in dem Gorleben-Anlauf hatte, um dann den bestmöglichen Standort zu finden. Das haben wir schon gehört. Es gibt keinen idealen Standort, es wird keinen absolut optimalen geben für diese Frage, aber man will den besten finden. Und das funktioniert mit einem so zweistufigen Verfahren. Und Herr Eckert, wie lange hat man dafür Zeit? Also in welchem Zeitraum muss ein neues Endlager gefunden werden? Das Endlagersuchgesetz sagt, bis 2031 soll das Endlager bestimmt sein, bis 2050 gebaut, bis 2099 dann befüllt. Das ist der Zeitraum. Also ein Kritikpunkt im Zusammenhang mit Gorleben war ja auch immer, dass es zu wenig Transparenz im Verfahren gab. Wie muss denn jetzt ein zukünftiges Verfahren ablaufen, der zukünftige Prozess, damit diese Kritik nicht mehr kommt und für alle transparent ist? Es ist ja ein laufender Prozess, der läuft ja in der Tat schon. Die erste Stufe haben Sie beschrieben, schon mal eine Krupp-Einteilung sozusagen. Ist übrigens eine interessante Information, dass der Salzstock in Gorleben zwar rausgefallen ist aus der Eignung, aber Regionen bei Gorleben, andere Untergründe, die sind durchaus noch im Verfahren. Also es ist nicht völlig ausgeschlossen, dass es da in der Region am Ende dann doch noch was geben könnte, so wie es an ganz, ganz vielen Stellen in Deutschland etwas geben könnte. Dieses Verfahren ist grundsätzlich transparent angelegt und es gibt jedes Mal auch einen Beschluss der Politik. Das machen also eine wissenschaftliche Vorbereitung, eine wissenschaftsbasierte Vorbereitung und dann eine politische Entscheidung, die bei offengelegten Daten erfolgen soll. Es gibt zwar Kritik an vielem in diesem Prozess, aber grundsätzlich ist er wesentlich demokratischer und offener als der erste. Ich sage herzlichen Dank, Werner Eckert, für diese Informationen und Einschätzungen. Gerne.